für eine geile Session. Dritter Fisch, gleich nach diesem richtig krassen Regen, der wo eingesetzt hat. Aber jetzt müssen wir uns echt sputen, weil der nächste Regen steht an. Wahnsinn. 3 Tage haben wir vor und jetzt haben wir innerhalb von einer Stunde schon 3 Fische. Richtig, richtig geil. Oh, es ist unglaublich. Also was hier abgeht, ist einfach der Wahnsinn. Es läuft gerade die nächste Rute bei Mario. Und jetzt gerade, was er runtergepisst hat, ich sag's, wie ich's denke, wenn ich den schönen Spiegel hier landen können, der mit knapp 17 Pfund, einfach der Wahnsinn. Es könnte so weitergehen, aber leider bin ich jetzt dann auch nicht mehr lang da. Und jetzt muss ich Mario helfen. Der Spiegel ist bei mir hier auf die rechte Rute hier eingestiegen. Da fische ich wieder ganz normale, simple Haarmontage. Ich werde es euch auch die Tage nochmal zeigen, dann beziehungsweise am morgigen Tag oder übermorgen. Aber auch wieder ein GLM-Boilie von GS Baits drauf. Und wie gesagt, keine 45 Minuten lag die Rute da. Habe mit dem Boilie dann noch ein paar Boilies drauf gestickt. Und dann, ja, also richtig schön abmarschiert, der Kumpel. Also hat mich schon wieder gefreut, hat sich schon wieder gelohnt, auch wenn ich klitschnass bin hier in Jogginghose und Schlappen, weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur 1-2 Stunden jetzt kurz hier rausgucken und meinen Tackle aufbauen, aber ja, wirklich spitze. Ich bin gespannt, was noch kommt, was noch folgt, die nächsten 1-2 Tage, was wir euch alles zeigen, beziehungsweise ja, die Futtertaktik auf jeden Fall zum einen, dann natürlich ja, das Tackle, die Montagen, so der übliche Ablauf einfach, dass ihr hier ein bisschen einen Einblick kriegt, auch fürs Gewässer erzähle ich euch mal ein bisschen was. Und dann hoffen wir doch, beziehungsweise wünsche ich euch viel Spaß beim heutigen Ansatz, beziehungsweise bei den 3 Tagen. Die Zeit ist leider für mich am heutigen Abend oder am heutigen Tag schon um. Ich hatte es ja erwähnt gehabt, dass ich bloß, ja, ich sag mal, 1-2 Stunden im Endeffekt mit ans Wasser kann, aufbauen, Tackle aufbauen und die Routen in der Zeit ein bisschen reintue. Und dass es so abgeht, hätte an der Stelle, wo wir uns jetzt hier befinden, an dem Fluss keiner erwartet. Also richtig krass. In diesen 3 Stunden 5 Fische. Also ja, mir fehlen echt die Worte, ich bin sprachlos. Mir fällt es umso schwerer, dass ich jetzt gehe. Aber ja, gibt halt immer so Abhängigkeiten und solche Sachen. Und von dem her, morgen stoße ich wieder zu Mario dazu, dann filmen wir weiter und ich hoffe, der Mario lässt mir noch ein paar Fische übrig heute Abend bzw. heute Nacht. Und ja, ich bin echt nur fasziniert, wie der Kumpel da gerade abmarschiert ist und hat dann nochmal ein paar Drohne nachgelegt. Also echt krass. Mega Spaß und ich freue mich megamäßig auf morgen und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Abend. Es hat sich noch etwas blicken lassen in dieser relativ kalten Sommernacht. Und zwar, schaut euch diesen Spiegel an. Knappe 10 Kilo bringt er auf die Waage. Richtig geiler Fisch, Mann. Geil. Direkt vor den Seerosen. Chodrick, 15er Poppy drauf. Und ab dafür. Geiler Fisch, Mann. Sehr dankbar dafür. Soderle. Der nächste hat sich blicken lassen. Was für einer. Richtig schöner Flussschuppi. Kann sich auch sehen lassen. Vor allem rar gesät auch hier im Fluss. So gut wie nur Spiegelkarpfen. Kaum Schuppis unterwegs. Deswegen umso glücklicher, dass sich der hier hat blicken lassen. Sehr nice. So kann es weitergehen. Ach ja. 2:30 Uhr nachts. Der nächste Fisch. Schöner Spiegler. Einzelne Schuppen. Markant. Gefällt mir. Weiter so. Ich bin wieder am Wasser, zweiter Tag und ja, die Routen sind startklar. Hab sie ausgebracht, wieder auf die Spots von gestern. Mario hat gerade noch mal ein bisschen Partikel auf die Spots ausgebracht. Ich habe noch mal ein paar Boilies mit dem Boilierohr rausgestickt und somit sind die Plätze wieder aktiv. Gestern war ich ja nur 3 Stunden hier am Wasser und musste dann abends leider los. In der Nacht hatte Mario noch mal wirklich 3 schöne Fische landen können. Noch mal 2 Spiegelkarpfen und einen Schuppenkarpfen, der ganz besonders ist hier an dem Gewässer, weil gerade an diesem Flussabschnitt ist es doch eher selten, wenn man hier mal einen Schuppi fängt. Also da auch nochmal 9 Kilo, 10 Kilo und nochmal ein bisschen einen kleineren. Wirklich, ja, Bilderbuchfische, so muss man es einfach sagen. Mit der Aufnahme muss ich mir wieder ein wenig sputen. Hier seht ihr im Hintergrund, da zieht schon die nächste Regenfront an. Das Wetter ist echt kurios und einfach nur, ja, mega krank, was da im Moment abgeht. Auch am See haben wir gehabt, Wind, Sonne, Regen, kalt, also alles dabei, einstellige Temperaturen und ja, die Tage ist es hier genauso. Also es pisst en masse und soll erst Mitte nächster Woche, soll es erst wieder besser werden. Also von dem her müssen wir mal schauen, wie es läuft. Wie gesagt, Futtertaktik, Partikel auf dem Platz, Boilies draufgestickt und auch zu den Montagen haben wir nichts geändert zum gestrigen Tag. Wir waren ja weiter fängig, beziehungsweise unser Plan ist aufgegangen sozusagen. Und jetzt schauen wir einfach, dass wir die nächsten Fische überlisten können. Auf der einen Route bei mir wieder GLM Fischboilie von GS Baits. Und auf der anderen Seite habe ich einfach ein 14er Pop-Up, müsste sein, 14er Mainline Pop-Up und dann noch ein Fake Maiskorn drauf. Und da einfach auf dieser, ja, Partikelroute sozusagen, an diesem Partikelspot, da nochmal die Attraktivität hinzubekommen. Und dann schauen wir einfach, was geht. Sind auch auf jeden Fall, beziehungsweise ich bin auf jeden Fall noch den ganzen Tag hier. Ob ich dann über Nacht bleibe, muss ich mal kurzfristig noch entscheiden, weil ich nicht ganz so fit bin. Und meistens ist es dann so, wenn man sich dann draußen bei wirklich, ja, Kackwetter die Nacht noch um die Ohren schlägt, dass es dann am nächsten Tag, dass es einen einholt. Und das muss dann in dem Fall nicht sein, auch wenn es vielleicht ein bisschen Mimimi ist, ne, sozusagen.
Ja, was soll man sagen? Die Ruten liegen jetzt seit 3 Stunden im Wasser, zumindest meine. Und dann hat dieser schöne, aber kleine Spiegler gebissen auf dem GLM-Boily wieder von GS-Baits. Immer die GS-Baits-Rute mit dem GLM-Boily. Ja, man muss es so sagen, wahrscheinlich wird er auf dem anderen Boily natürlich auch beißen, aber trotzdem. Am Ufer hat er nochmal richtig Dampf gemacht. Vorher hat er sich nochmal kurz überlegt, ob er abgeht oder nicht. Aber die Durststrecke hat ein Ende. Seit und Nacht um 3 hat nichts mehr gebissen gehabt. Und jetzt zur gleichen Zeit wie gestern scheinen die Jungs wieder am Platz zu sein. Und ja, wollen wieder essen, brauchen wieder Futter. Ja, nachdem wir jetzt den einen Spiegler da hatten, vor circa einer Stunde, hat sich leider nichts mehr getan. Ihr seht es im Hintergrund, wenn wieder massive Wolken sind wieder im Anflug, soll nochmal jetzt dann richtig nochmal stark regnen. Wie gesagt, an den Ruten war es ruhig, haben jetzt auch futtertechnisch nicht nochmal, ja, ich sag mal, Mods weiter angefüttert oder die Plätze nochmal unter Futter gelegt, weil einfach, ja, wenn da ein Fisch unterwegs ist, es wäre jetzt anders gewesen, wenn jetzt hier 2, 3 Fische über den Nachmittag gebissen hätten, dann wäre es nochmal was anderes gewesen. Aber so gehen wir einfach mal davon aus, dass noch genug Futter auf den Plätzen ist, am Platz ist. Und ja, wir sind guter Hoffnung, dass wir noch den einen oder anderen überlisten können. Natürlich, es ist immer, wie ich es bei der Angelei auch sage, es ist immer Glückssache. Man weiß es nicht. Jetzt schauen wir, dass wir die nächsten, ja, halbe Stunde, Stunde, dass wir noch alles ein bisschen, ja, schon mal voreinpacken, wenn es jetzt dann wieder regnet. Ihr seht, die Sonne geht langsam unter, wird langsam dunkel und sind gerade schon beim Zusammenpacken. Die Session neigt sich dem Ende zu und man muss einfach sagen, absolut krank, was die letzten 48 Stunden oder 36 Stunden hier abging, hier an dem Flussabschnitt, wo wir waren. Ich hatte gestern ja eigentlich nur, wollte ich nur meinen Tackle vorbeibringen und dann hatte ich die Ruten noch mit ins Wasser und ja, was dann abging, also das habe ich noch nie erlebt hier an diesem Fluss, so krass. Auch schöne Fische und gute Fische hier für diesen Flussabschnitt, muss man auch dazu sagen. Das sind zwar immer keine riesen Geräte, aber wenn man hier mal so 8, 9, 10 Kilo fängt, dann ist das echt schon ein guter Schnitt für diesen Flussabschnitt oder für dieses Gewässer hier. Und somit muss man einfach sagen, Ziel erreicht. Vollkommen abgefahren. Der Mario hat es gestern gesagt, over the moon. Also total bekloppt, was hier abging. Und ja, sind mega happy. Auch wenn wir hier am Ufer beim Kescher mal einen verloren haben, der ist ausgestiegen. Oder jetzt eben heute Nachmittag bei Mario nochmal hat er angehauen, nachdem die Rute ablief und ja, hat den Fisch nicht an den Hacken bekommen sozusagen. Also wir haben auch geguckt, wissen nicht woran es lag, aber ja, das passiert auch mal bei der Angelei. Das ist einfach so. Und somit, ja, Resümee, Fazit, mega geile Session, absolut krank. Also bin immer noch ein bisschen sprachlos für die Stunden, was wir hier waren, was da abging. Hätten wir uns nie erträumt und somit meine 2 Ansätze, die ich jetzt hinter mir hatte am See, einmal die 48 Stunden am See. Wenn ihr das nochmal schauen wollt, schaut einfach nochmal hier oben rein, wird euch nochmal eingeblendet. Und jetzt die dazu, bin mega happy. Also da fällt mir echt nichts mehr ein. Und somit würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Hier findet ihr den Abo-Button, oben gibt es weitere Videos. Und ja, was gibt's zu sagen? Geht raus ans Wasser, fangt was, habt Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.